Ich mache mein FSJ, damit ich neue Erfahrungen sammle, etwas Sinnvolles mache, um eben auch die Zeit zwischen Studium und Matura zu überbrücken und um eine neue Welt kennenzulernen. Meine Aufgaben, je nachdem, was für eine Schicht ich mache, kommt es darauf an. Und je nachdem, also am Vormittag ist viel Begleitung, also wir begleiten die Jugendlichen zum Arzt oder zu wichtigen Terminen. Oder eben am Nachmittag ist viel Lernen und eben Interaktion mit den Jugendlichen. Eben je nachdem, was für eine Schicht ich mache, mache ich von 8 bis 16 Uhr oder von 14 bis 22 Uhr. Und jeder Tag ist eigentlich anders. Also bei uns kann man nicht so sagen, wir haben einen fixen Tagesablauf. Aber wir machen erstmal Übergabe und dann werden eben die Termine wahrgenommen oder Sachen gemacht, die erledigt werden. Und dann machen wir auch organisatorische Sachen oder halt auch so soziale Sachen mit den Jugendlichen. Spannend, abwechslungsreich und neue Erfahrungen.